Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part Nether. Nachdem wir in den letzten Parts ja Schöner Sterben für Fortgeschrittene gespielt haben, haben wir gedacht, wir zeigen jetzt endlich mal die Wastelands. Denn ich bin natürlich nicht alleine. Auch Mina und Raven sind wieder mit dabei. Hi, ihr beiden. Hallo. Hallo. Und wir waren ganz fleißig, ne? Wir haben jetzt schon sinnlos hin und her gelockt so ein bisschen, damit wir uns irgendwie treffen in den Wastelands und haben jetzt einen Treffpunkt miteinander ausgemacht, wo wir jetzt drauf zustürmen. Ja. Es konnte ja auch nicht sein, dass wir 10 Folgen hier rumeideln, ohne die Wastelands großartig gesehen zu haben. Ja, das und dabei, konnte man keinem antun. Dabei sind die echt toll, ne? Also ich stehe jetzt, hier ist zum Beispiel so ein großer Wasserspeicher. Ach, da könnte ich eigentlich mal gucken, ob da irgendwas an Loot ist. So ein großer Wasserspeicher, weißt du, so schräg in der Erde und so. Und das ist schon echt nett gemacht. Ich finde die Wastelands tatsächlich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ich bin noch relativ am Anfang jetzt. Oh, kann ich hier runterspringen, ohne dass ich Schaden habe? Ich weiß nicht. Wir probieren's. Ja, kann ich. Oh, ich habe eine Axt gefunden. Juhu. Ich bin hier noch mit meinem Katana unterwegs, mit 2 Flaschen Wasser und einem Energieriegel. Ich bin mal gespannt, wie weit ich komme. Oh, ich habe auch noch eine Machete gefunden. Was ist denn hier? Hier ist ja voll Loot. Gut, dass ich hier nochmal hingedackelt bin. Und nochmal ein großer Rucksack. Was ist denn heute los? Ja, sehr schön. Okay, dann rüste ich das mal aus. Ist ja verrückt. Also manchmal, ne? Weiß ich auch nicht. Also die ich haben übrigens, ich habe nachgefragt, doch ich habe doch irgendwie gesagt, dass ich mich mal erkundige, ob die irgendwas gepatcht haben, weil doch die Nether so extrem aggressiv gewesen sind, als wir die letzten Male gespielt haben, ne? Und da wurde mir gesagt, also hat hoch? Nee. Hat jemand in den Kommis, glaube ich, geschrieben, dass die, umso weniger Spieler auf dem Server sind, umso aggressiver sind die Nether. Mhm. Ja, wie unfair ist das denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist schon irgendwie, die Logik ist nicht ganz richtig, oder? Sehe ich das irgendwie falsch? Was, je voller oder je leerer der Server? Je leerer der Server ist. Aha. Ja, das macht nicht wirklich Sinn, oder nicht? Naja, doch. Weil ja dann so, ne? Also, was wollte ich jetzt sagen? Naja, wenn der Server leer ist, dann bist du ja, also das ist ja eigentlich langweilig. Und vielleicht haben sie das dann so gemacht, weil sie denken, naja, wenn du so alleine auf diesem riesen Server bist, hast du halt dann mit den Nethern zu tun. Ja, aber das also, war wirklich, ne? Raven, wenn du die Teile siehst, vergiss es. Da hast du nicht mit den Nethers zu tun, da hast du damit zu tun, nur immer wieder neu einzuloggen. Ich weiß, also ich glaube, wo ihr aufgenommen habt, habe ich in dem Zeitraum oder halt die Tage davor, was hast du da eigentlich auf deine Tastatur? Ich wollte gerade sagen, Nina verprügelt ihre Tastatur. Ich häng fest. Ich bin in der Leiter reingeklitscht. Ich komme hier nicht mehr weg. Oh nein. Oh, ist das ätzend. Ja, das ist nicht schön. Ah, das ist blöd, ja. Wo bist du denn? Warte mal. Oh, warte mal. Oh. Ich komme hier die Leiter. Oh ja, ich aber auch gerade. Ich bin jetzt auch schon die zweite Leiter, die es nicht hochgeht. Wo bist du denn? Ach, da hinten bist du. Ja, nee, bis ich da bin, hast du wahrscheinlich auch gelockt. Also, sonst hätte ich gesagt... Das probiere ich jetzt mal. Ja. Die Lockste halt. Ja, und wir haben jetzt ja auch, also wir haben jetzt, bevor wir hier Aufnahmesession gestartet haben, der eine oder andere, hier kommt man die blöde Leiter auch nicht hoch, der eine oder andere Zuschauer hat es vielleicht schon mitgekriegt, wir nehmen ja immer mittwochs auf, eigentlich, und wir haben jetzt ein bisschen gequatscht miteinander, wie wir das hier mit Nether weitermachen wollen, weil eigentlich haben wir soweit alles gezeigt, ne? Also ich würde sagen, ja. Außer, also wir haben vielleicht nicht jede Paketquest gezeigt oder so, aber ja, ich weiß nicht, wie spektakulär das ist, ein Paket von A nach B zu bringen. Das muss ja eigentlich auch nicht sein. Und hält sich in Grenzen. Ja, und wir haben halt gedacht, weil bei Mina noch die Wastelands gefehlt haben, die sollen ja auch zum Tragen kommen, die wunderschönen Wastelands. Machen wir jetzt noch eine Wasteland-Folge, das ist halt die heutige welche und die nächste Folge, die wir machen, das wird eine Wir gehen Spielerjagen Folge, denn wir werden als Nether unterwegs sein. Und danach wird dann erstmal eine Pause von Nether stattfinden. Wir wollten das Projekt nicht irgendwie abbrechen, weil
ist ja, dazu macht das Spiel einfach auch zu viel Spaß, ne? Das zu beenden. Aber wir werden warten, bis dann mal ein größerer Patch wieder unterwegs ist, es ein bisschen mehr Landstriche gibt und man einfach sich ein bisschen neue Sachen dann auch angucken kann, weil es für euch sonst vielleicht auch langweilig wird. Haben wir so gedacht. Ja, finde ich auch, ist ein guter Plan. Ja, ihr werdet natürlich trotzdem sehen, wie wir laufen sterben, weil wir werden natürlich uns ein neues, entsprechendes Survival-Projekt rauspicken. Das, könnt, da könnt ihr dann gucken, wie wir in den anderen Spiel genauso episch vor uns hinfailen. Aber das, ja. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, aber ich denke, das wird auch mega viel Spaß machen. Ich bin wirklich gespannt auf das Projekt. Ja, ich auch, auf jeden Fall, ja. Was es ist, ihr werdet es sehen, ne? Wir verraten hier nichts. Eine Überraschung muss Überraschung Ja, bleiben, wollen nichts eben. vorwegnehmen. Genau. Es wird spannend. Und wir werden spielen. Und wir drei sind sowieso aus Schokolade. Könntest du mich gleich bei Gelegenheit noch mal schnell einladen, damit ich sehe, wo ihr Ja, seid? natürlich, natürlich, natürlich. Wo bist du denn? Da. Einladung ist raus. Danke. Ich hatte auch Glück und bin direkt bei den Wastelands Ach, ich wollte gespawnt. gerade sagen, das ist doch perfekt. Dann kannst du nämlich da ein bisschen zeigen, was. Also, was ich halt echt cool finde, so in den Wastelands, sind tatsächlich so die Gebäude. Aber sag mal, Raven, du warst doch jetzt auch schon öfter mal so unterwegs und auch in den Wastelands wahrscheinlich, ne? Um Zeug zu sammeln und so. Geht Ja. dir das da auch so? Man findet schon viel Zeug, aber ich habe den Eindruck, Essen ist hier echt immer Mangelware. Ich habe in den Wastelands ganz oft das Gefühl, wenn ich nicht jetzt gleich was zu essen kriege, bin ich leider eine Runde tot. Kann ich gar nicht so sagen, irgendwie. Also ich finde, Essen gibt es Also. da immer relativ wenig, aber das kann auch sein, dass das, dass ich einfach Pech habe, ne? Also. Ja. Mina, Mina, irgendwas klackert und rauscht bei dir da hinten ganz fürchterlich. Ja. Was machst du denn da? Eigentlich gar nichts. Ah, Man dann hört ist bei dir das. irgendwie Ich wollte alles. gerade sagen, ja, da ist das Mikro bestimmt sehr empfindlich eingestellt. Irgendwas passiert bei dir im Hintergrund. Man hörte es gerade. Warte mal kurz, ich mach mal kurz das Mikro stumm, dann könnt ihr weiterreden. Aber das ist auch blöd. Das finde ich Ja. doof. Nur ganz kurz. Okay. Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Egal. Essen, Wastelands. Ach so, Hatte ich ja, weiß ich gefragt. nicht. Also es soll ja angeblich bestimmte Gebiete geben, wo war denn das? Ich glaube, beim Tower Outpost rechts davon soll es ja angeblich Häuser geben, wo man ganz viel Medizin und Essen findet. Aber ja, das gibt ja ganz viele Spekulationen, wo was sein könnte und so. Ja, und wenn man was braucht, findet man es eh nicht. Weißt also, Ja. das ist ja auch immer echt. Also ist das Ziel von uns eigentlich immer noch Low-Rise Building, weil ich sitze hier schon so gemütlich und. Wo bin ich denn? Ich laufe ja vollkommen in die verkehrte Richtung. Ja, das ist schon eigentlich das Ziel gewesen. Okay. Hier steht ein Nether oben auf dem Dach in den Wastelands. Ich glaube ja wohl, das geht los. Warte mal, den muss ich hauen. So. Ich habe übrigens jetzt den Menschen ruhig gestellt, der hier Krach gemacht hat. Weißt du, was ich gemacht habe? Ach, siehst du, das habe ich auch meinen Zuschauern noch gar nicht erzählt. Ne? Vielleicht mache ich das noch in einem anderen Video. Ich habe mich jetzt, wir wohnen ja in einem Haus, ne? Also ist ja so nicht das große Ding. Und ich habe immer den Computer aber im Wohnzimmer mitgehabt. Normalerweise. Weil ich eigentlich schon gerne bei meiner Family hocke, auch wenn ich daddel. Ja, das habe ich jetzt abgestellt. Ich habe mich jetzt in mein Zimmer verpieselt, wo hier auch die ganzen Musikinstrumente drin stehen. Und hier ist jetzt niemand mehr, der dazwischen quakt. So. Aber man hört das nie bei dir. Ich merke das, wenn ich alleine aufnehme, ne? Also im TS hört man das wahrscheinlich nicht. Aber wenn du das Mikrofon so offen hast die ganze Zeit, wenn du normal aufnimmst, dann hört man das schon. Dann hört man das Hundegetapse oder wenn die Tür dann geht oder wenn mein Mann im Hintergrund hustet oder wenn meine Tochter zur Tür reinkommt oder das sind alles so die normalen Hintergrundgeräusche, die bei mir sind. Das ist ja prinzipiell nicht schlimm, ne? Also, weil, ne? Ja. Bin halt ja, weißt, als kleiner Let's Player geht es ja. Aber meine Familie hat so darunter gelitten, dass ich ja am laufenden Band quassel. Weißt?
Ja, und dann könnt ihr natürlich auch kein Fernsehen gucken im Wohnzimmer und da müssen sie leise sein Oh und. ne, Fernseher lief dann schon. Also das geht. Wir haben unser Wohnzimmer ist halt 40 Quadratmeter groß. Also wenn dann Oh. der Fernseher da irgendwo läuft, das ist nicht so dramatisch, ne? Das ist nicht ganz so schlimm. Aber die haben dann einfach. Oh, okay, Nether ist das nur. Die haben dann einfach oftmals nicht alles verstanden, weil ich dann da gequatscht habe und so. Und das Problem haben wir jetzt aus der Welt geschafft. Jetzt sitze ich hier wieder. 40 Quadratmeter, so groß war meine erste Wohnung nicht mal. Ja, das Wohnzimmer hat 40 Quadratmeter. Das ist halt so ein großer, riesengroßer, zweigeteilter Raum. Mit so einem Torbogen drin, weißt du? Das ist halt so ein Riesending. Ist Braucht aber kein geil. Mensch. Ja, aber braucht eigentlich keiner. Also mein Mann und ich, wir haben neulich gequatscht, was wir eigentlich machen, wenn unsere Tochter denn jetzt mal aus dem Haus ist, ne? Weil die wird ja auch irgendwann mal mit Schule fertig und wird einen Job haben oder weiß der Geier, ne? Zieht mit ihrem Macker zusammen oder ne, keine Ahnung. Und ja, dann haben wir echt überlegt, ob wir hier nicht dann ausziehen. Was sollen wir denn mit so einem Riesenhaus? Braucht ja kein Mensch. Was soll ich denn damit? Ist die Frage, vermieten. Aber meine Eltern haben einfach die Wand zu meinem Kinderzimmer durchgebrochen und haben ihr Wohnzimmer vergrößert. Ja, aber ja, das würde bei uns zum Beispiel gar nicht gehen, weil wir haben, also das ist so ein, also kommst, wenn du unten reinkommst, das steht am Hang, ne? Wir wohnen ja hier so auf dem Dorf in den Bergen und so. Heidi und Almöhi lassen grüßen. Also das Haus steht am Hang, das heißt, du kommst bei uns unten rein, da ist eine Anliegerwohnung, die ist aber wird nicht bewohnt, ne? Die ist leer. Da haben wir nichts und niemanden drin, ne? Und dann gehst du die erste Treppe hoch und bist in der ersten Etage. Und in der ersten Etage haben wir halt, also hier ist halt das Musikzimmer, da hocke ich jetzt drin, da ist Esszimmer, da ist Küche, da ist Wohnzimmer und ein Badezimmer. Und die ganzen Schlafräume, also die sind alle oben. Also die sind noch mal eine Etage drüber, einen zweiten Stock sozusagen. Weißt? Und so viel Platz braucht kein Mensch, also sei mir nicht böse. Nö, bin ich dir nicht. Vor allen Dingen tust du mir leid, wenn ich mir überlege, wer das alles putzen muss. Ja, das ist Familienaufgabe hier. Das musst du mit mehreren machen. Also es sind 250 Quadratmeter Wohnfläche plus Garten, ne? Und ohne die Anliegerwohnung. Also die ist da noch nicht bei. Da brauchst du aber ja auch nur einmal im Jahr runter und mal wischen, ne? Also und da ist ja nichts. Da ist ja keiner drin. Das stimmt ja. Ja, aber ja, das ist schon groß. Aber hat was, wenn man so viel Platz hat. Man muss natürlich nur einen Einfall haben, mit was man das nutzt. Ja, wir haben zum Beispiel oben, also, oh ja, da komme ich rum. Wir haben zum Beispiel oben, da ist ein Kinderzimmer, ein Schlafzimmer und da wäre eigentlich noch ein Kinderzimmer oder Büro oder was auch immer du dahin machen willst. Das haben wir schlicht und ergreifend als begehbaren Kleiderschrank. Wir haben halt ein, also sowas wie ein Ankleidezimmer klingt so dekadent. Wir haben halt einen Raum, wo unsere Klamotten drinne sind. Dafür haben wir uns halt den Platz gespart für Kleiderschränke, ne, im Schlafzimmer oder so. Die Räume sind halt alle bei uns ganz weit und ganz offen, dadurch, dass das alles sehr groß Ich ist. muss mal kurz unterbrechen, Mina. Wenn du weiter südlich läufst, läufst du völlig falsch. Dann finden wir uns diese Folge gar nicht mehr. Ich wollte noch in den Bahnhof gucken. Du wirst ja aber relativ in der Nähe sein. Du Nee, lebst. wir sind nördlich. Du läufst gerade südlich. Jetzt könnt ihr weiter über Kleiderschränke und Schuhe reden. Ach, ich bin da. Du, ihr seid dort, okay. Dann gucke ich noch schnell in den Bahnhof rein und dann komme ich zurück. Ja, hast du denn jetzt ein bisschen was von den Wastelands gesehen? Konntest du ein bisschen was zeigen schon? Weil ich habe natürlich Ja. meinen Timer nicht an und ich habe nicht so genau im Überblick. Obela. Hier kommt man gar nicht rein. Doch schon, also wir haben ja hier viele alte Gebäude. Hier schön, oh, kann ich hier rein, dann komme ich hier nie wieder raus. Ah, mal gucken. Die ja hier schön zerfallen. Also die sieht ja ganz anders aus als in der Stadt irgendwie vom Licht und vom Flair so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt auch irgendjemanden, der auf mich geschossen hat. Ernsthaft? Ja. Frechheit. Ja, Unverschämtheiten, da finde ich auch. Vollkommen unhöflich. Oh, hier gab es ein Massaker am Bahnhof. Überall Blut. Und Leichen. Aber So. kein Loot. Gibt's doch gar nicht. So.
Ja, es ist nicht schön hier. Also ich mag die Wastelands auch. Hier verirren sich halt nicht so viele Leute. Und ich finde auch, also die Nether sind hier tatsächlich, also bekloppt sich das anhört, aber ich finde, es ist ein bisschen wenig, was hier so an Nethers unterwegs ist. Ja, das stimmt. Einen habe ich bis jetzt gesehen. Ne? Also das, was in der Stadt manchmal zu viel ist, wo man dann wirklich denkt, oh, noch einer und noch einer und noch einer und noch einer, ist in den Wastelands zu wenig. Ja, das ist noch nicht so ganz ausbalanciert. Die Wegfindung hier ist aber teilweise auch nicht so einfach, wenn hier überall Wasser ist. Das ist schwierig. Oh, Ja, oh, hier schießt einer. hier schießt auch irgendjemand. Ich sehe den gar nicht. Wo ist der denn? Ich habe ihn aber gehört. Dann sind wir ja relativ in der Nähe. Da schießt du mal. Ich laufe im Zickzack, bis du keine Munition mehr hast. So. Ich sehe den überhaupt nicht. Ich habe gehört, dass die Schüsse rechts kamen. Der Kante ist bestimmt auf dem Haus da oben drauf. Ja, ich stehe hier aber auch auf dem Haus. Also. Und ich sehe hier, ein Spieler ist hier. Hier ist nämlich so ein Crafting-Ding, weißt? Kann er mich sehen? Schießt er. Ah, ich sehe da drüben. Ich sehe, wo der ist. Ja, schießt du, Mann. Ich stehe hier sicher. Ist die Frage, wo der ist? Nicht, dass ich, dass ich dem quasi ins Gesicht, mein Hintern gerade ins Gesicht halte und es nicht mitkriege. Ich habe halt keine Schusswaffe bei, ne? Ach, da Ich ist sehe der gar nichts. Raven. Oh, Raven, du hast da einen erschossen jetzt, ne? Klar. Ja, aber der hat gar nichts getan. Also der war total harmlos. Musst Ach aufpassen. so. Ja, pass auf, da hinten steht aber noch einer auf dem Hausdach. Der ist nicht ganz so harmlos. Ja, ist halt Apokalypse, ne? Da muss man die Leute töten. Muss man? Muss man? Ja, der sah so gefährlich aus. Tut mir leid. Ja, also der hat mir auf alle Fälle vorhin nichts getan. Deswegen habe ich den auch gelassen. Wo bist du denn? Na, ich bin hier bei der komischen Statue, wenn du darüber gehst. Guck hier. Ach, da. Ich weiß noch nicht, wie ich zu euch kommen Und soll. wo ist der andere Spieler? Der ist hier den komischen Weg hoch. War der. Da stand einer. Musst mal schauen, ob der da noch ist. Keine Ahnung. Hier war ich eben oben drauf. Nee, da muss aber noch irgendjemand anders rumgeistern. Aber ich war da eben drauf, ich bin hier runtergelaufen und dann darüber zu dem. Nee, das muss aber jemand anders gewesen sein. Okay. Ja, Die keine Schüsse Ahnung. kamen aber von mir die ganze Zeit, das ist euch klar, ne? Ach so, ja gut, dann hättest du ja auch mal einen Ton sagen können. Dachte, ihr fallt drauf rein. Ja, und ich bin hier voll in Panik weggelaufen, wie so ein Karnickel. Ja, das Feuer ist cool hier, ne? Diese Lagerteile. Ja, die sind. Das ist sowieso was. Also, das finde ich auch, wenn wir jetzt ja hier eh schon so vorletzte Folge vor Pause haben. Ich muss sagen, mir gefällt es optisch tatsächlich sehr gut. Ich habe heute ein Let's Play gesehen von Wolfenstein, glaube ich, ne? Dem neuen. Und da war dann irgendjemand, der hat da so die. Na, wie sagt man? Na, die. Das Panorama, weißt du, dieses gezeigt von so einem Hausdach aus und sagte, ach oh Mensch, das sieht so toll aus. Und ich habe gedacht, na dann hast du es bei Nessa noch nicht gesehen. Also das können die, haben die wirklich gut gemacht. Das ist richtig schick. Ja. Das ist echt sehr, sehr schön geworden. Ich hoffe nur, dass sie beim nächsten Patch die ganzen Müllbeutel mal gegen was anderes ersetzen. Ja, na ja. Also so viel Müll. Ja, wenn Ja, das aber es aber ist ja keiner mehr Apokalypse, ne? abholt, na ja, ich wollte Ja. sagen, das holt ja keiner mehr ab. Die Müllabfuhr hat geschlossen. Ja, aber vielleicht ist irgendwo Adrian Monk unterwegs und sammelt Mülltüten ein. Hat irgendeiner von euch eine blaue Kappe auf? Ja, Nein. Raven. Raven Mist. hat eine Echt? auf. Ich hätte dich gerade voll abschießen können, hätte ich eine Knarre gehabt. Echt, warte, hab ich eine blaue Kappe? Ach ja, Ja, ups. hast du Ja, ja. okay, ich habe eine auf. So, jetzt bin ich auch schon fast verhungert hier. Guck mal an. Oh, gut, dass du es sagst. Ich habe noch Wasser, das kann ich dir geben. Ja, habe ich auch noch. Also, wenn ihr was braucht. Ich müsste jetzt mal nur gucken, wie ich zu euch komme. Ich habe euch eben gesehen. Da! Ja, wir haben uns gefunden. Geschafft! Yeah! Vereint in den Wastelands. Willst du Wasser haben? Irgendwas auf alle Fälle wäre nicht schlecht, weil sonst bin ich gleich Matsche. Dankeschön.
Ja, dann können wir tatsächlich den Part hier schon beenden, so gut wie. Und uns in den letzten, wir ziehen Resümee-Part aufmachen, indem wir als Nether versuchen, irgendwelche Spieler zu fressen. Das finde ich gut und da suchen wir uns auch einen proppevollen Server. Oh ja. Okay. Dann gibt's für alle Tötungen endlich zurück aufs Gesicht. Ganz genau, Aufs Gesicht. aber mitten rein. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.